Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, meine verehrten Damen und Herren. Ich hätte jetzt natürlich gern noch ein bisschen mehr über Hamburg und Bremen und so weiter gehört, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich soll was über die politischen Gedanken sagen. Aber vielleicht doch noch eine Sache von dem Wuppertal-Institut. Vorhin sagten Sie da, glaube ich, man muss sich selber überflüssig machen. Ja, sehr gut. Also ich hatte die wahnsinnig luxuriöse Situation in Wuppertal. Ich durfte 4 Direktorenstellen besetzen. Ich meine immerhin schön Berufungskommission und so. Und da habe ich mir gesagt, ich will keine Direktoren, die nicht besser sind als ich. Also die müssen alle besser sein. Erstens, damit ich mich nicht langweile und zweitens, damit das Institut gut wird. Und das hat einigermaßen funktioniert. Ich war nachher überflüssig, dann war ich also, deswegen durfte ich dann in den Bundestag gehen. Also, jetzt von der klimagerechten Architektur und Stadtplanung, vor der stand natürlich die umweltgerechte Stadtplanung, also Trennung des Wohnens von den schmutzigen Industrien. Das war wahnsinnig wichtig, als die Industrien wirklich krankmachend schmutzig waren. Und das hat ja insbesondere Le Corbusier mit seinem berühmten Essay Ville contemporaine de 3 millions d'habitants. Und das ist sozusagen der Vorläufer der Charta von Athen gewesen. Und nur das, was er dann so als die große Vision davon gemacht hat, ist ja eigentlich furchtbar. Und das Gegenteil von Stadtteilbetonung. Alles konzentriert und so weiter. Es war aber auch im Sinne von Umweltschutz gemeint, damit die Arbeiter nicht alle krank werden. Also ich sage das, nehme das Beispiel, weil manchmal das, was einen, wo einem heute der Schuh drückt, zu Lösungen führt, die dazu führen, dass einem morgen der Schuh drückt. Das wird aber häufig dann ignoriert. Also Quartiertrennung gab es natürlich auch schon lange. Also im Mittelalter und überall. Aber heutzutage ist diese Trennung hauptsächlich eine soziale Trennung. Also das da ist jetzt in der Nähe von Kapstadt. Also da ist ein schöner im Spiegel erschienen, das Elend beginnt am Zaun hinter dem Pool. Ja? Das war die Trennung, das ist ein Zaun. Aber natürlich müssen die Bediensteten den Reichen, die Reichen auch erreichen. Deswegen ist es ganz gut, wenn die in der Nähe sind. Also ein völlig abgegrenztes Quartier. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, worüber wir hier heute reden. Aber das ist die heutige Realität. Ich würde mal sagen, in 3/4 aller Städte der Welt. Also es gibt geschätzt 200.000 Slums auf der Welt mit sowas wie 1,3 Milliarden Menschen da drin. Das ist alles Quartier, aber nicht besonders angenehm. Also Professor Dankschardt hat ja heute früh die soziale Seite und die schwierige Seite der Integration sehr schön beleuchtet. Davon kann ich nicht viel reden, aber mich bewegt mit Fridays for Future die Frage, ob und wie wir uns ernsthaft ums Klima kümmern müssen. Jedenfalls müssen wir ganz dringend. Im August war Fridays for Future, die haben die erste große europäische Konferenz gemacht, waren so etwa 500 Schülerinnen und Schüler aus allen europäischen Ländern. Und da war auch Greta Thunberg dabei. Und die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben danach eine Pressekonferenz gemacht und da fragte der erste Journalist natürlich, Greta, wann ist denn eigentlich Ihr großer Auftritt? Und sagte sie, gar keiner. Ich bin einer von den 500. Ich will zuhören. Also völlig anders, als er in der deutschen Presse dargestellt wird, als ruhmsüchtiges Gör oder irgendwas. Nee, die denkt wirklich nach und die hört auch zu. Also wollte ich mal zu einer Korrektur eines Vorurteils. Ja, also jedenfalls, wir müssen ganz dringend was für das Klima machen, denn das wird immer schlimmer. 2018 war weltweit
also keineswegs nur in Deutschland, ein richtiges Klimakatastrophenjahr. Ich war neulich mal im österreichischen Waldviertel, da waren in den Straßen überall Baumstämme. So, und dann fragte ich den Fahrer, was ist denn das hier? Ja, das ist alles Totholz. Als Bauholz nicht mehr geeignet, weil da ist überall der Borkenkäfer drin. Aber im Bayerischen Wald und sonst wo in Deutschland ist das ganz ähnlich. Einfach die Trockenheit und dann die Borkenkäfer, alles kaputt. Und die Bauern, letztes Jahr, die sind zu Frau Klöckner getigert, um zu sagen, ja, also wir haben so etwas wie 800 Millionen Ernteverlust, jetzt müsst ihr uns das wieder kompensieren. Die haben auch einige 100 Millionen gekriegt. Aber das ist ja irgendwo an der Peripherie. Das Klimaproblem ist auch noch ganz woanders. Und dann in Kalifornien sind tausende Häuser abgebrannt. Die Deutschen haben davon gemerkt, nachdem auch der gute Thomas Gottschalk seine Villa verloren hat. Sonst hätten wir es gar nicht gemerkt. Aber auch in Bremen, in Schweden war das große Katastrophenjahr. Greta Thunberg hat mir dann gesagt, hätte sie 12 Monate vorher, also im Herbst 17, zu einem Schülerstreik aufgefordert, hätten alle gesagt, du spinnst, du bist verrückt, wozu eigentlich, was hast du eigentlich? Und 2018 wusste jeder Schwede, sie hat recht. Ja? Also wir reagieren nicht auf intellektuelle Sachen, sondern immer nur auf das, was momentan schmerzt. Das ist natürlich auch eine zivilisatorische Krankheit. Wir wollen immer aktuell sein. Und aktuell heißt häufig irrelevant für die Zukunft. Aber in diesem Fall ist es sehr relevant für die Zukunft. Nur wir müssen dafür sorgen, dass wenn es ein Jahr mal vielleicht wieder ein bisschen besser geht, dass dann nicht alles wieder kollabiert. Ja, und 2019 war schlimmer als 2018. Im März hat Time Magazine die Jahrhundertdürre in Australien beklagt und in der Zwischenzeit waren es riesige Waldbrände, die also eine große Dampflawine Sydney praktisch zumacht, also dass man da praktisch kaum mehr atmen kann. Und zum Teil brennt es ja auch schon. Und in Indien waren im Juni etwa 25 Millionen Menschen ohne Trinkwasser. Ja? Stell sich das mal vor. Weil einfach alles dürr war, dann mussten die mit Flaschenwasser versorgt werden. Davon haben wir in Deutschland fast nichts gemerkt oder gehört. Und dann an anderen Stellen Riesenüberschwemmungen. Antonio Guterres hat jetzt am Montag bei der Eröffnung der 25. Klimakonventionstagung gesagt, ja, also wenn die Erde in Flammen steht, dann darf man doch nicht einfach so weitermachen. Das ist ungeheuer dramatisch. Aber die meisten und nicht nur die Klimaleugner tun einfach so, als sei Geld viel wichtiger als Klima. Ich meine, ich verstehe die Leute, die immerfort über, ich meine, das ist ja im Moment das Schlagwort des Jahres, bezahlbarer Wohnraum. Ja, das ist sehr populär, kann man immer wieder sagen und zum Teil, darüber ging ja die vorherige Diskussion, ist das ja auch richtig. Aber ich muss doch sagen, von der Perspektive von 2050 oder so, ist bezahlbarer Wohnraum 2019 ein relativ kleines Problem. Aber wir tun so, also es ist das einzige Problem. Ich war jetzt gestern auch beim SPD-Parteitag. Und also wenn jemand über bezahlbaren Wohnraum spricht, dann brandet der Applaus auf. Ja? Das ist ein Nebenproblem, bitteschön. Für die einzelnen Menschen betroffen ist es natürlich wichtig. Und ja, bin ich sehr schön über also das Gängeviertel und so, was man da macht, auch damit das irgendwo bezahlbar wird. Ich will es ja nicht beschönigen, aber wenn in Alaska, in Nordkanada, in Sibirien Brände sind, die ungefähr zusammen 10-mal so groß sind wie Deutschland, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und da können wir nicht einfach sagen, also bezahlbarer Wohnraum ist viel wichtiger. Das ist nicht wahr. Da lügen wir uns in die Tasche. Und Brasilien, Kolumbien, Bolivien, Argentinien auch noch. Alles in Brand. Und das war jetzt nur die Lufterwärmung. 93% der globalen Erwärmung findet in den Meeren statt.
Ja? Einfach weil die Luft nicht so viel Wärme aufnehmen kann. Also ist die Bedrohung des Meeresspiegelanstiegs auf einmal ganz real. Und Antje Boetius, die Direktorin vom Alfred-Wegener-Institut, sagt, wenn weltweit 1,5 Grad Erwärmung ist, das ist ja das, was wir mit einer Riesenmühe anstrengen, dann ist 4 Grad Erwärmung in der Arktis. Und dort ist das Eis. Ich habe mal im italienischen Schulatlas dieses Bild gekriegt. Vor 20.000 Jahren, da war noch Eiszeit, da war Italien viel größer, war der Meeresspiegel niedriger. Übrigens Deutschland auch. Also in der Ostsee waren vor 20.000 Jahren Siedlungen, da waren ganz viele Leute. Jetzt sehen wir da noch die Reste und die Doggerbank war eine Insel. Heute ist es unter Wasser, aber in Italien entsprechend auch. Und vor 2 Millionen Jahren, da war eine richtige Heißzeit, die war nicht viel wärmer als das, worauf wir jetzt zuschreiten. Ja? Und da war Italien halb so groß. Und die Übergänge können sehr plötzlich kommen. Vor 7.700 Jahren war über dem Gebiet, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, eine Eismasse so groß wie das Grönlandeis. Und nach kürzester Zeit, vielleicht ein paar Wochen oder so, war es weg. Das ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, das hätte 1.000 Jahre gedauert, sondern das ist ins Meer gerutscht. Einfach instabil geworden, ein Riss durch und alles in die Hudson Bay oder in den Atlantik. Und dann ist der Meeresspiegel um 7 Meter oder 8 Meter angestiegen. Das war die Zeit der Sintflut. Ja? Die Bibelforscher sagen ja, so ungefähr. Ja, und 800 Millionen Asiaten leben direkt am Meer. Und wenn jetzt der Meeresspiegel ansteigt, weil die westantarktische Eisplatte oder das Grönlandeis ins Meer rutscht, dann haben wir ein Flüchtlingsproblem. Ja? Dann, das ist 100-mal größer als das, was wir 2015 hatten. Und schon damit hatten wir unsere allergrößten politischen Schwierigkeiten. Und jetzt die Frage, gibt es denn eigentlich einen Kohleausstieg? Antwort, in Europa ja, aber weltweit nein. Im Moment, also während wir hier sitzen, werden ungefähr 600 neue große Kohlekraftwerke geplant oder gebaut. Also wenn wir die Industrieländer als die Alleinschuldigen der Klimakatastrophe ansehen, dann irren wir uns. Meine, es gibt ja von den Klimaleugnern so Leute, die sagen ja, also unsere 2% oder unsere europäischen 8% oder irgendwas sind doch weltweit vollkommen egal. Da ist was Richtiges dran. Aber wir müssen erstmal vormachen, dass es geht. Und das sollten wir auch tun. Es geht mir im Moment zu langsam. Aber wir brauchen eine Klimapolitik, die die Entwicklungsländer mit einbezieht. Sonst haben wir den Krieg verloren. Im Übrigen sollten wir aufhören, ständig unser Europa zu geißeln. Das ist jetzt vor einem Monat im Guardian erschienen, das Bild. Rot heißt völlig unzureichende Selbstverpflichtungen, schwarz heißt überhaupt keine, gelb so ein bisschen und blau sind die einzigen Länder, die einigermaßen ausreichende Selbstverpflichtungen machen. Alles Europäer, ohne jede Ausnahme. Ja? Und trotzdem hauen wir immer auf Europa drauf. Übrigens auch in Bezug auf die Schere zwischen Arm und Reich ist Westeuropa immer noch besser als die allermeisten Länder der Welt. Das ist aus dem World Inequality Report, der kommt einmal im Jahr raus. Und auf der linken Seite sieht man das, wovon wir glauben, dass es in Deutschland stattfindet. Nämlich, dass das reichste 1% das Vermögen der ärmsten 50% längst überholt hat. Ja, in Amerika ist genau das der Fall. Und das gleiche in Südafrika, in Brasilien, in Russland und verschiedenen anderen Ländern. Aber in Westeuropa nicht. Darüber reden wir aber gar nicht. Wir schimpfen ohne Ende.
in Bezug auf die Globalisierungsauswirkungen natürlich mit Recht, aber wir sind die am wenigsten Betroffenen. Das sagen wir nie dazu. Na gut, aber wie kriegen wir denn jetzt die Entwicklungsländer beim Klimaschutz aufs Boot? Das ist nicht so ganz einfach. Also im Club of Rome haben wir natürlich haufenweise Leute aus Entwicklungsländern. Und wenn wir denen sagen, wir müssen was für Klimaschutz tun, dann sagen die erstmal, nein, wir müssen wachsen. Und ich komme jetzt gleich auf die mögliche politische Lösung. Das ist nämlich folgende. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Kanzlerin auf ihrem Weg nach Kopenhagen für die damalige Klimakonferenz die Idee des Budgetansatzes ins Gepäck gegeben. Der heißt, alle Länder der Welt sollen ein gleich großes Recht bekommen pro Kopf zur Nutzung der Atmosphäre. Aber die alten Industrieländer haben diese Rechte schon verfrühstückt. Wir müssten, also das ist die gepünktelte rote Kurve, die endet 2024 oder so. Dann ist Schluss, dann haben wir keine Verbrennungsrechte mehr. Und dann müssten wir in die Entwicklungsländer gehen und die bitten, uns noch ein paar Rechte zu verkaufen, so Lizenzen. Und dann werden die sagen, na ja, können wir machen, das kostet aber Geld. Und dann stellt sich natürlich ein CO2-Preis ein, der deutlich höher ist als das, wovon man heute so redet. Und die grüne Linie sind die Entwicklungsländer und die durchgezogene Linie ist das, die Situation nach dem Handel. Und dann würden also die Industrieländer langsam auf sowas wie eine Tonne CO2 pro Jahr runterkommen müssen. Das ist aber technisch ohne weiteres machbar. Und die Entwicklungsländer würden das noch ein bisschen nachholen. Das gelbe Linie sind die dazwischen, die Chinesen und Inder und so. Gut. Was würde dann passieren, wenn wir also shopping gehen in die Entwicklungsländer? Das ist ganz einfach. Dann würde der indische Wirtschaftsminister, nicht der Umweltminister, der Wirtschaftsminister sagen, ja, also hört jetzt bitte auf, Kohlekraftwerke zu bauen. Denn wir werden viel reicher, wenn wir den Übergang auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz beschleunigen und dafür die dadurch frei werdende Lizenzen an die blöden Deutschen zu verkaufen. Die würden reicher, wenn sie endlich Klimaschutz machen. Heute werden sie reicher, indem sie das Gegenteil machen. Das ist nach meiner Ansicht die logisch einzige Art, wie wir die Entwicklungsländer wirklich ins Boot kriegen. Vorher haben wir keine Chance, den Krieg zu gewinnen. Aber dann haben natürlich in Kopenhagen die Amerikaner und die Russen und die Saudis und die Polen und noch ein paar andere gesagt, also wir machen da nicht mit. The American way of life is not up for negotiation. So reden die ja immer. Und dann hat Frau Merkel verständlicherweise irgendwie die Sache wieder in die Schublade zurückgeschoben. Das war aber ein Fehler. Sie hätte ohne weiteres sich an das erinnern können, was in Japan in den 1970er Jahren passiert ist, das war die Ölkrise, wo die Japaner nach einer Schrecksekunde gemerkt haben, wir haben kein Öl, wir haben kein Gas, wir haben keine Kohle. Was ist denn jetzt los? Dann haben sie erstmal Atomkraftwerke gebaut. Das war natürlich doof. Aber irgendwo auch nachvollziehbar. Aber gleichzeitig haben sie etwas gemacht, was aber in der deutschen Medienlandschaft nicht angekommen ist. Sie haben nämlich die Energiepreise so ungefähr verdoppelt gegenüber all ihren Konkurrenten. Und natürlich hat die Industrielobby gesagt, das ist das Ende der japanischen Industrie. Aber exakt das Gegenteil ist passiert. In unserem Buch Wir sind dran haben wir dazu auch eine schöne Grafik, die habe ich jetzt heute nicht dabei. Nämlich, das sind 4 ökonomische Bereiche.
von innen aus, von links nach rechts aufgetragen, die Preise für Energie und von unten nach oben der ökonomische Erfolg. Und die Kurve geht so. Ganz oben die Japaner mit Abstand der höchsten Energiepreise und dem größten ökonomischen Zuwachs. Dann Westeuropa, dann USA und ganz unten Sowjetunion, die gab es damals noch. Also, je billiger, desto ineffizienter, desto dümmer, desto schwächer ökonomisch. Und hohe Energiepreise sozusagen die Garantie für einen Riesenerfolg. Da haben sie zum Beispiel den Shinkansen ausgebaut. Also vorher waren die Japaner drauf und dran zu amerikanisieren und von Osaka nach Tokio selbstverständlich zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Nachher nicht mehr. Keiner mit Vernunft im Kopf macht das noch. Weil der Shinkansen ist schneller, verlässlicher, bequemer und so weiter. Oder Keramik. Die haben eine Keramikindustrie aufgebaut. Damals, 1973 oder was, da war Keramik sowas wie Töpferei oder Isolatoren für Hochspannungsleitungen. Das war's. Chemisch total trivial und im Übrigen energieaufwendig. Und da haben sie eine Keramikindustrie aufgebaut mit Multimilliarden, also zig Milliarden Umsatz und vielen Milliarden Gewinn. Das waren jetzt zwei Beispiele, Shinkansen und Keramik und noch ein halbes Dutzend andere Sachen. Japan war Ende der 1980er Jahre der absolute Darling der Börsen. Ich habe mal gelernt von einem Schulfreund von mir, der war Präsident der Deutsch-Japanischen Industrie- und Handelskammer, dass im Jahr 1988 der berechnete Grundstückswert von den kaiserlichen Gärten in Tokio so hoch war wie der Grundstückswert von ganz Kalifornien. Können Sie sich das vorstellen? Das war aber so. Jeder wollte ein Stück Japan kaufen. Ja? Wegen höchster Energiepreise. Also das präzise Gegenteil von dem, was die deutsche Industrielobby einem immer um die Ohren schlägt. Ja? Nun, ich nehme es Frau Merkel nicht übel, dass sie diese Geschichte noch nicht so kannte, aber jedenfalls müssen wir sie jetzt neu erfinden als Aufgabe für den Klimaschutz. Es ist auch sehr wichtig, dass wir gleichzeitig unser Land klimaneutral machen. Aber so zu tun, als sei das alleine die Lösung des Problems, ist eine groteske Fehleinschätzung. Wir müssen die Entwicklungsländer ins Boot holen. So, es geht weiter. Nun, also zur Stadtentwicklung. Das ist praktisch das gleiche Bild wie vorhin. Das sind jetzt nicht nur die Millionenstädte, das sind die roten Punkte, sondern auch noch die halb Million oder paar hunderttausend Einwohner, die gelben Punkte. Also könnt ihr euch vorstellen, diese Städte, die sind da praktisch alle am Meer. Und jetzt stellt euch vor, jetzt geht der Meeresspiegel sprunghaft nach oben. Das geht schief. Also müsste in Asien Stadtentwicklung in erster Linie heißen, Deiche bauen, einige Millionen Menschen in die höher gelegenen Bezirke umsiedeln. Und davon reden die aber nicht. Die reden alle über U-Bahn, Buslinien, Straßen, Parkplätze, Müll, Abwasser, Strom- und Wasserversorgung, Schulen, grüne Lungen, Flughafenerweiterung, Polizei. Das sind so die üblichen Themen. Und das eigentliche Thema wird total ignoriert. Das wird eine Riesenkatastrophe, wenn das so bleibt. Es sind ein paar Handlungsoptionen, ja, aber ich will doch noch auch historisch erwähnen, dass die Urbanisierung eine junge Sache ist. Also das ist so eine Kurve. Da sieht man, dass das ganz neu ist. Ein plötzliches Phänomen, die letzten 100 Jahre oder so. Davor auch schon so ein bisschen, aber nicht viel. Und das Ganze hängt natürlich zusammen mit der Entwicklung der Weltbevölkerung. Nichts anderes im Grunde. Ja, Urbanisierung heißt mehr Menschen pro Quadratmeter.
weiß nicht, wie waren die Zahlen in Hamburg vorhin? Also 41.000 pro Quadratkilometer haben sie also selbst im Gängeviertel nicht gehabt, oder? Da wohnen sie und dann gibt es irgendwo anders die Bürotürme. Da ist von Quartier auch nicht so viel die Rede. Ja? Und dann Zersiedlung als Lösung, das ist die amerikanische Lösung. Hier haben wir nebeneinander Atlanta, Georgia und Barcelona. Das Bild ist ein bisschen veraltet, aber es ist heute im Prinzip noch das Gleiche. Also Atlanta ist 25 Mal so groß wie Barcelona, hat aber weniger Einwohner. Ist das die Lösung? Kann doch nicht sein. Das heißt also einfach die autogerechte Stadt oder die suburbgerechte Stadt. Das ist der verkehrte Weg. Ja, jetzt die Handlungsoptionen. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Anpassung an den Klimawandel, das ist für unsere Generation also populär, und Minderung des Klimawandels ist für zukünftige Generationen und das ist unpopulär, wie man an den AfD-Wählern weiß. Die wollen nicht in die Zukunft gucken oder sie ignorieren es einfach alles. Anpassung kann zum Beispiel sein Barrieren gegen die Flut, das heißt Rotterdam. Das ist ein jetzt schon angefangenes Großprojekt. Oder in Manhattan, da machen sie noch was anderes. Also da wollen sie nicht das Meer eindämmen, sondern Deiche bauen. Und zwar mit so komischen Plastikwasserfässern und dahinter irgendwo eine winzige Holz- oder Betonwand. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Jedenfalls, das ist auch schon eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich eine Notlösung. Oder eben Bäume pflanzen in der Stadt und Fassaden bepflanzen, das ist alles schon mal ganz gut. Wird wenigstens die Luft besser, das Klima nur ein bisschen. Oder Gärtnern in der Stadt, das hier ist zufällig Hamburg und da gibt es dann eben auch ein neues Nachbarschaftsgefühl. Also gegenseitig Himbeeren austauschen und ich weiß nicht was alles, das ist auch ziemlich gut, auch für die Stadtqualität, für die Quartiersqualität. Und dann Anpassung und Minderung. Also für die Luftqualität ist es eine Anpassung, für die Minderung Klima. Also zum Beispiel aufs Wasserstoffauto umsteigen. Das Elektroauto ist eigentlich nur so eine Art von Zwischenlösung. Ich habe neulich ein Papier gelesen von vier sehr einflussreichen Chinesen, die sagen, naja, wir sind natürlich jetzt Weltmeister bei Elektroauto, aber das kann es ja nicht sein. Wir müssen dringend auf das Wasserstoffauto übergehen. Übrigens, da gibt es auch noch ein Zwischending. Man kann auch Methan nehmen oder Methanol. Und zwar dazu hat Franz Josef Radermacher aus Ulm eine, wie ich finde, ganz pfiffige Idee entwickelt. Man sollte in den richtig sonnenreichen Gebieten, also so im arabischen Raum und so, Wasserstoff herstellen von dem Überfluss der Sonnenenergie. Und den Wasserstoff als Magnet für Luft aus der CO2 verwenden. Und wenn chemisch ein H2-Molekül mit einem CO2-Molekül zusammenkommt, dann wird es flüssig und wird Methanol. Und dann hat man klimaneutrale Brennstoffe. Klimaneutral, weil das Ganze ja von Sonnenenergie gespeist ist. Und Methanol lässt sich mit ganz, ganz geringfügigen Umrüstungen eines existierenden Benziners oder Dieselmotors als Treibstoff verwenden. Und ist sehr viel weniger explosiv als Wasserstoff und sehr viel weniger schwer als Elektro, also Batterien und so. Und für die Zuliefererindustrie in Deutschland sehr viel angenehmer, als da jetzt alles umzupolen. Also darüber sollte man auch mal nachdenken. Klimaneutraler Verbrennungsmotor. Die deutschen Journalisten haben das noch nicht mitgekriegt. Für die ist automatisch Verbrennungsmotor der Teufel. Und das gibt auch soziale Probleme in Deutschland. Na gut. Oder eben klimaneutrale Gebäude. Das ist das Sonnenschiff von Rolf Disch in Freiburg. Das sind alles Plus-Energiehäuser. Und direkt daneben das Vauban-Viertel, wo er auch mitgestrickt hat, da haben 4 von 5 Familien gar kein Auto. Also ein Schwager von mir lebt da und die brauchen auch einfach kein Auto. Die sind nicht etwa zu arm für ein Auto, nein, die haben, dann haben sie natürlich Carsharing, wenn sie mal eins brauchen.
also für Cello oder irgendwas. Aber im Übrigen gibt es eine sehr gute Straßenbahnverbindung, sieht man auch, und Fahrräder und Fußläufe kriegt man alles, was man braucht. Also nur für weitere Entfernungen braucht man dann vielleicht mal ein Auto. Also das ist auch schon eine Möglichkeit. Oder dann natürlich die sternförmige Stadtplanung. Das ist hier in Berlin vor 100 Jahren oder mehr gemacht worden. Eine ähnliche Planung kenne ich von Sydney. Das, also je strahlförmiger, desto besser ist es für den ÖPNV. Das ist aus den Planungsgehirnen vieler Stadtplaner irgendwie ein bisschen verschwunden, vor allem in Amerika natürlich. Also in Atlanta gibt es eine U-Bahn oder so. Also ich glaube ein Kreuz oder so. Das ist alles. Der Rest ist alles Auto. Völlig verrückt. Naja, es gibt noch tausende andere Ideen, aber was mir jetzt noch wichtiger ist, sind Lebensstile und Technologien und Politiken, die die Treibhausgasausstöße drastisch vermindern. Das tun wir nämlich bisher viel zu wenig. Das ist auch nicht so direkt die Aufgabe von Architekten oder Stadtplanern, sondern das ist die Aufgabe der Regierung. Das war übrigens für mich einer der Gründe, mich mal für den Bundestag zu melden. Und ich hatte ein Riesenglück, dass sie mich dann auch gewählt haben. Und da habe ich dann wieder sehr viel gelernt. Aber man muss bestimmte Dinge auf Bundes- oder Europaebene korrigieren, sonst ist auf der lokalen Ebene einfach nicht mehr viel zu machen. Wobei übrigens, ich habe gestern mit Svenja Schulze darüber geredet, das Klimapaket ist irgendwo noch besser als sein Ruf. Für die 5 relevanten Sektoren wird jedes Jahr nachgeprüft, ob sie die Zielwerte auch erreicht haben. Und wenn nicht, muss nachgesteuert werden. Und im Übrigen will man, das finde ich sehr richtig, das erläutere ich gleich nochmal, mit niedrigen CO2-Preisen beginnen, damit es sozialverträglich ist, und dann immer höher gehen, aber langfristig gut festgelegt. Im Übrigen, ich hatte mit ihr auch im Juni geredet und dazwischen immer mal wieder mit anderen, und die Bundesregierung hatte von Juni bis Anfang September ein ehrgeiziges Klimapaket in der Tasche. Und dann kamen die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Da hat diejenige Partei, die polemisch gegen Klimaschutz gewettert hat, ihren Stimmenanteil verdoppelt. Und da haben die in Berlin natürlich gesagt, also um Gottes Willen, wenn das jetzt bundesweit passiert, dann ist Deutschland nicht mehr regierbar. Denn mit der AfD kann man ja nicht regieren. Ja? Das ist ein wesentlicher Teil. Das fällt leider aufs Volk zurück. Das darf man in der Demokratie natürlich nicht sagen, aber es ist so. Das Volk will nicht Zukunft. Das Volk will Gegenwart. Und vorhin wurde ganz richtig gesagt, von diesen Echokammern und so, also diese Idiotien, die über die sogenannten sozialen Netzwerke im Volk rumlaufen. Das ist katastrophal für unser Denken. Es gilt ja nur noch das, was in den letzten 20 Sekunden passiert ist. Vollkommener Wahnsinn. Wozu haben wir ein menschliches Gehirn? Ja? Es ist nur noch Bauch. Und das macht dann Politik. Das geht wahnsinnig in die Hose. Also, was machen? Trotzdem ist das dann noch übrig gebliebene Klimapaket gar nicht so schlecht. Und ich habe Frau Schulze auch gesagt, also das Beste ist, wir fangen ganz klein an und dann machen wir jedes Jahr eine Verteuerung. Also ökonomisch floriert die Effizienz eben erst, wenn Naturverbrauch teurer wird. Die Märkte kriegen das nicht hin. Das ist ein Bild von 200 Jahren Menschheitsgeschichte, jetzt bis vor kurzem. Es ist einfach immer billiger geworden. Ja? Mineralien, Energie, Wasser, Trinkwasser. Wir müssen politisch dafür sorgen, dass das korrigiert wird. Die Märkte kriegen das nicht hin. Und da habe ich einen zahmen Vorschlag entwickelt, schon vor etwa 12 Jahren, nämlich Energie- und Rohstoffpreise oder jetzt die CO2-Preise jährlich parallel zu den zugehörigen Effizienzgewinnen anheben. Also Effizienz in Bezug auf CO2, das wären Dekarbonisierungsgewinne. Und dann bleiben die monatlichen Kosten für Energie und so weiter konstant im Wesentlichen. Aber
die schnellen Effizienzgewinner sind die großen ökonomischen Gewinner und die langsamen sind die Verlierer. Also eine Art von Ping-Pong, steigt die Effizienz, steigen die Preise. Steigen die Preise, ist ein Zwang da, die Effizienz zu verbessern. Und das ist genau abgeguckt der industriellen Revolution. Damals ging es um die Arbeitsproduktivität. Steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne. Steigen die Löhne, wird es betriebswirtschaftlich zwingend, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Und das hat zu einer Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität geführt. Das heißt also eine gigantische Wohlstandsvermehrung. Nur heute ist der Faktor Arbeit weder knapp noch unproduktiv. Dagegen der Faktor Natur ist knapp. Verzwanzigfachung, das ging vielleicht bei der Arbeitsproduktivität, aber bei Energie oder Dekarbonisierung? Um diese Frage zu beantworten, ein Blick auf den Mount Everest. Also 8.800 Meter hoch und ein bisschen mehr. Und dann stellen Sie sich ein 10-Kilo-Gewicht vor. Und da frage ich auch immer meine Studenten, wie viele Kilowattstunden braucht ihr, um ein 10-Kilo-Gewicht von Meereshöhe auf den Gipfel des Mount Everest zu heben? Und wenn ich das in Kalifornien gefragt habe, da kam immer heraus, übrigens diese Berufsstufe von mir haben sie rausgelassen, ich war nach der Bundestagszeit Präsident der kalifornischen Umwelthochschule. Und da habe ich diese Sachen gemacht. Und also da kriege ich von den Studenten Antworten so zwischen 1.000 und 10.000 Kilowattstunden. Denn der Berg ist scheußlich hoch und der Eimer Wasser ist schwer und so weiter. Ist aber völliger Quatsch. Die deutschen Studenten, die ich jetzt in Freiburg unterrichte, die sagen dann so 100 Kilowattstunden. Ist immer noch völliger Quatsch. Die physikalische Antwort lautet eine Viertel Kilowattstunde. Das heißt, eine Kilowattstunde ist ein unglaubliches Kraftpaket. Und was machen wir damit? Wir vergeuden es ohne Ende, weil es nichts kostet. Ich frage dann immer die Studenten nachher in Amerika, ja, wer von euch wäre denn bereit für ein Honorar von, sagen wir mal, $4 auf den Everest hochzutigern und dann einmal Wasser da abzuliefern? Ja? Die Preise für Energie sind lachhaft niedrig und laden uns dazu ein, die Energie ohne Ende zu verschwenden und nachher zu jammern über einen riesen Energiebedarf. Das ist Quatsch, ganz schlecht nachgedacht. Das muss dringend korrigiert werden, aber eben im Ping-Pong-System so, dass es jedes Jahr sozialverträglich ist, auch industrieverträglich, gibt es praktisch keine Kapitalvernichtung. Aber ähnlich wie die Japaner in den 70er Jahren, könnten wir dann die Pioniere für die neuen Technologien, die klimaneutralen Technologien werden. Und die Städteplanung kann sich auch da wunderbar mit beteiligen. Das heißt also, letzten Endes bin ich angesichts der Tatsache, dass wir diesen Übergang ohne weiteres auch politisch schaffen können, ungeheuer optimistisch. Vielen Dank.